Jeder hat mal schlechte Tage. Jeder lässt sich oft von negativen Energien und seinen inneren kleinen Dämonen überwältigen. Doch das muss nicht zwingend sein. Es liegt an uns, unser Denken zu revolutionieren. Mit unseren Gedanken können wir unsere eigene Welt erschaffen. Denn wir dürfen nie vergessen, wo Finsternis ist, ist auch Licht. Wo Traurigkeit ist, ist auch Hoffnung. Und mit positiver Energie können wir wirklich, ja wirklich, alles schaffen. Hey Beauties und willkommen zu meinem Beitrag der NYX Face Awards Germany 2019 Glitter Revolution für die Top 10. Für den Teufelslook klebe ich mir zuerst meine rot angemalte Glatzenkappe und meine selbstgemachten Hörner auf. Diese habe ich aus Alu geformt und mit Kreppklebeband und Latex umhüllt. Und anschließend mit Cremefarbe bemalt. Die Übergänge verstecke ich unter Kosmetiktüchern und Flüssiglatex. Mit den Jumbo Eye Pencil zeichne ich mir schon mal die Stellen vor, wo ich mir die Hautfetzen aus Kosmetiktüchern und Flüssiglatex anbringe. Mit roter Cremefarbe male ich mir meine Hautfarbe auf. Mit dem weißen Kajalstift male ich mir Gebiss, Skelett und ein paar Käfer vor. Und zeichne anschließend alles mit dem heller Fileliner nach. Dann konturiere ich ein wenig mit weinroten Lidschatten. Als Lidschatten habe ich mir ein Halo-Eye gedacht, mit ordentlich Glitter aus der Glitter-Golds-Palette. Anschließend male ich mir mit dem Epic Ink Liner meine Augenbrauen und einen Eyeliner. Mit schwarzer Cremefarbe habe ich mein Skelett umrandet und fülle die dunklen Stellen mit dem grauen Glitter-Golds-Lippenstift aus. Danach weiße ich meine Zähne mit dem Jumbo-Eye-Pencil und schattiere mit der Vollplay-Palette. Dann das Wichtigste, Glitzer, Glitzer, Glitzer. Liquid Suede in Alien ziehe ich meine Zahnzwischenräume nach und mit einem Liquid Highlighter male ich die Käfer aus. Mit den Vivid Bright Eyelinern male ich den Wurm und die Raupe aus und highlighte sie mit dem White Plank Eyeliner. Nach dem Weißen meiner Knochen haue ich nochmal ordentlich Glitzer auf das ganze Skelett. Und als Letztes benutze ich noch meinen geliebten Jelly Highlighter. Für den Engel-Look prime ich mein Gesicht und klebe danach meine Augenbrauen gut ab. Danach color correcte ich sie und decke mein Gesicht und mein Dekolleté mit etwas hellerer Foundation gut ab. Danach noch Concealer und etwas Puder. Mit dem weißen Kajal mit dem viel zu langen Namen zeichne ich mir alle Motive schon mal grob vor. Mit Cremefarbe fülle ich den Diamanten aus, sette es mit der Foilplay-Palette und gebe loses Glitzer darüber. Mit dem White Plank Eyeliner mache ich die Outlines des Diamanten. Mit der blauen, lilanen und pinken Vivid Brights Cremefarbe male ich den Himmel aus. Mit einem Lidschatten, verschiedenen Vivid Brights Eyelinern, einem Glitter Golds Eyeliner und einem Cosmic Metals Lipstick male ich den Regenbogen aus. Mit dem Pro Foundation Mixer kann man wunderschön weiche Wolken zaubern, muss aber mehrmals drüber gehen. Und beim Lidschatten ist das Motto wieder genau Halo Eye. Mit dem White Plank Eyeliner male ich mir einen Eyeliner Wing, wortwörtlich, und tusche mir die Wimpern mit der Worth the Hype Mascara. Dann konturiere ich Wange und Nase und male mir unter die Kontur ein paar Ornamente. Himmel und Wolken auf meinem Dekolleté habe ich genauso gemacht wie auf meiner Stirn. Und male den Weg durch das Himmelstor Gold, um ihn ein bisschen heilig wirken zu lassen. Die Sonne male ich mit gelben und goldenen Cremefarben aus. Mit verschiedenen Eyelinern zeichne ich noch das Gitter vom Tor nach. Und zeichne alles nochmal mit dem heller Fineliner nach. Den kleinen Engel fülle ich noch mit Concealer und Lidschatten aus und zeichne außerdem noch die Outlines nach. Und fülle die vergessenen Flügel noch mit etwas Glitzerlipgloss aus. Zwischen den Sonnenstrahlen glitzere ich noch etwas rum, hebe mir noch meine selbstgebastelten Flügel und goldene Wimpern auf und mache mir noch goldene Engelslippen. Zuletzt darf auch nicht mein Lieblingshighlighter fehlen. Und ich klebe mir noch ein paar kleine Sternchen auf. Ich hoffe, euch hat meine Umsetzung zum Thema Glitter Revolution gefallen. Wenn ja, würde es mir sehr helfen, wenn ihr das Video liked, teilt, kommentiert. Genauso meinen Instagram-Post dazu, Link findet ihr in der Infobox. Und am allerwichtigsten, votet vom 24. zum 27. August für mich. Denn in die Top 5 komme ich nur mit eurer Hilfe. Ciao!